Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen. Vielen Dank, willkommen zu Extra 3. Dankeschön. Ich freue mich genauso wie Sie, meine Damen und Herren, obwohl die Jamaika-Sondierungen gescheitert sind. Und es gibt jetzt genau vier Möglichkeiten, wie es weitergeht mit Deutschland. Neuwahlen, Minderheitsregierung, doch eine große Koalition oder von der Leyen macht einen Militärputsch. Ich persönlich wäre für den Putsch. Ich finde, wenn schon Bananenrepublik, dann aber auch richtig, oder? Ich Idiot, ich war ja so naiv. Ich dachte wirklich, Jamaika wird was. Ich habe wirklich gedacht, Sonntagabend, ach komm, spätestens Montagmorgen, da haben die das hinbekommen. Da haben die ein gemeinsames Papier. Vier Wochen Sondierung. Ja, ich dachte, danach steigt in Berlin schwarz-grün-gelber Rauch auf. Und es ist alles klar. Ich meine, die Differenzen schienen doch beigelegt. Man war doch auf der Zielgeraden. Es wirkte alles so heimlich, so kuschelig, so bierselig. Genau. Ja, es war wie in der Bierwerbung. Wenn aus Frau Göring-Eckardt Katrin wird. Wenn in der Kohlefrage eine Lösung in Sicht ist. Wenn man sich beim Soli fast geeinigt hat. Dann rennt Christian raus und macht alles kaputt. Ja, genau das war das Gefühl am Montag. Alles kaputt. Die FDP hat vier Wochen lang geredet und dann gemerkt, dass sie doch noch nicht bereit ist für eine feste Beziehung. Und so kam es dann zu dieser überstürzten Flucht aus der Karibik. Gerade die FDP hatte so auf dicke Hose gemacht. Gerade die FDP hatte immer betont, dass sie dieses Land verändern wollte. Und jetzt zieht sie plötzlich den Schwanz ein. Wie hieß nochmal einer der Original-FDP-Slogans? Genau, manchmal muss ein ganzes Land vom Zehner springen. Ja, wollte das Land auch. Aber wir haben nicht gewusst, dass Lindner vorher das Wasser aus dem Becken lässt. Was in diesem Land gerade los ist, meine Damen und Herren, das gab's noch nie. Deutschland hat immer noch keine neue Regierung. Das muss man sich mal vorstellen. Keine Regierung! Schock, schwere Not, Chaos, Willkür, Anarchie. Und alles ist der Lindner-Schuld. Jetzt sind die Menschen nervös. Andererseits, eins wird natürlich bleiben, auch über den Tag hinweg. Die Bindungen, die Nähe, die Emotionen, die da entstanden sind. CDU, CSU und Grüne haben ja eine intime Beziehung entwickelt, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Thomas de Maizière und Peter Altmaier wurden von Claudia Roth umarmt. Ja, vielleicht ist Lindner davor weggelaufen, ich weiß es nicht. Und alle, wirklich alle, haben sich anschließend beieinander bedankt. Ich möchte mich als erstes mal bei unseren Gastgebern hier in der baden-württembergischen Landesvertretung bedanken. Ganz herzlichen Dank also von uns an Angela Merkel. Und ich will mich ausdrücklich auch bedanken bei Horst Seehofer. Danke, Angela Merkel, für diese vier Wochen. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank. Oh. Horst Rubesch. Ich wusste gar nicht, dass der Rubesch mitsondiert hatte. Vor allem die Grünen waren enttäuscht. Die hätten sehr, sehr gerne regiert. Das hat man gemerkt. Die Grünen haben ja bei den Sondierungsgesprächen immer wieder neue Kompromissvorschläge gemacht. Immer noch ein Stück weiter sind sie gegangen. Obergrenze, die hätten sie am Ende akzeptiert. Nur einige Kohlekraftwerke abschalten hätten sie auch akzeptiert. Die Grünen waren so heiß aufs Regieren. Ich glaube, noch zwei Wochen länger verhandeln und Claudia Roth hätte für eine Regierungsbeteiligung notfalls persönlich Atomtransporte im VW-Diesel durchs Naturschutzgebiet gefahren. Ich glaube wirklich. Die wollten es. Die wollten es unbedingt. Und jetzt steht man da und kann es gar nicht fassen. Vier Wochen Gelaber für nix. Da muss ich sagen, waren die Teilnehmer der Weltklimakonferenz durchaus effektiver. Die haben nur 11 Tage für nix gebraucht. Natürlich hat alles irgendwie auch sein Gutes. Alles ist irgendwie auch positiv. Was diese Sondierungsgespräche zum Beispiel gebracht haben, das ist Folgendes. Wir haben einen Song drüber geschrieben. Es war nicht das Ziel, während der ersten Phase überhaupt irgendeine einzige Lösung zu finden. Sie haben sondiert bis nach Mitternacht, wochenlang ein auf nett gemacht. Probleme gab es nicht. Die ökologische Frage trennt uns in vielen Punkten. Nein, die trennt uns nicht. Echt nicht? Für einen guten Trip war schon alles da, Jamaika war zum Greifen nah. Nur einer ist nicht ganz dicht.
denn der denkt schon wieder nur an sich. Verdammt, es lief nicht, es lief echt nicht. Verdammt, ihr taucht nix und jetzt ist Schicht. Verdammt, er will nicht regieren. Er will halt nur posieren. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und was haben die anderen Dödel so gerissen? Der Giftzwerg teilt gerne mal ein aus. Der kam halt meistens Käse raus. Und Mutti hatte nichts im Griff. Dieser selbstverliebte Lauch, der hat das falsche Zeug geraucht. Und sein Bärchen haut noch einen raus. Sorry, das ist zu wenig für Deutschland. Verdammt, es lief nicht so richtig top. Es freut vor allem den rechten Mob. Es winkt eine Neuwahl. Jamaika kann man nicht reanimieren. Patricia Kümpel, Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Also, irgendwie muss man auch sagen, Respekt. Man muss auch der FDP irgendwie Respekt zollen. Kaum wieder im Bundestag und schon Buhmann der Nation. Das muss man erstmal hinbekommen. Lindner wollte offenbar unbedingt derjenige sein, der das Jamaika-Geeiere beendet. Es war ihm ganz wichtig, dass er derjenige ist, der es beendet. Etwas ulkig natürlich seine Begründung. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Ja, Hollywood hat schon reagiert. Lindner ist für einen Oscar nominiert als bester männlicher Selbstdarsteller. Die Grundsätze aufgeben, was sind für Grundsätze? Wir reden von der FDP. Und schon im Wort liberal. Ja. Schon in diesem Wort. Liberal, im Wort steckt doch liberal, es steckt das Wappentier der FDP mit drin. Der Aal, man hört es doch schon. Also von wegen grundsätzlich, ich glaube, Lindner hat einfach Schiss bekommen. Er hat Schiss bekommen von Merkel, wieder politisch zermalmt zu werden in einer gemeinsamen Koalition. Ich meine, was waren denn die entscheidenden Punkte? Was war denn so wichtig, dass man nach 4 Wochen Verhandlungen einfach aussteigen muss? Was war es, der Familiennachzug für Flüchtlinge? Und da konnte man keinen Kompromiss finden, nein, überhaupt keinen Kompromiss möglich, der vielleicht auch die FDP-Klientel zufriedenstellt. Zum Beispiel Familiennachzug ja, aber auch für Steuerflüchtlinge. Das wäre doch ein Kompromiss gewesen. Kann mir keiner erzählen, dass da überhaupt nichts mehr drin war. Oder, ich meine, Soli, da war die FDP doch wirklich auf einem guten Weg. Die hatten die Abschaffung des Solis durchgesetzt. Gut, etwas langsamer, als es die Partei eigentlich gefordert hatte, aber... Deswegen zu sagen, wir wollen nicht regieren? Also, wenn man unter Regieren versteht, dass man alle seine Ziele sofort durchsetzt, dann sollte es die FDP vielleicht bei Neuwahlen nicht mehr in Deutschland versuchen, dann vielleicht eher in Nordkorea. Oder war es die Kohle? Vielleicht war es auch die Kohle. Waren es die Kohlekraftwerke? Mag sein, das war ja wohl auch noch ein strittiger Punkt, die Kohlekraftwerke. Ich meine, es ist ja so. Immer mehr Länder sagen, wir verzichten auf Kohlekraft, es hat keinen Sinn. Wissenschaftler sagen, es ist für den Klimaschutz absolut notwendig, aus der Kohle auszusteigen. Und die FDP geht da nicht mit. Für wen will sie denn eigentlich die Kohlekraftwerke weiter laufen lassen? Wessen Interessen vertritt denn eigentlich die FDP? Gut, da gibt es gewisse Anhaltspunkte. Es gibt gewisse dezente Hinweise, zumindest wenn man sich dann abends die Börsennachrichten angeschaut hat. Einige der schmutzigsten Kohlekraftwerke abzuschalten, war gesetztes Ziel der Grünen beim Thema Klima. Daraus wird erst einmal nichts. Vor allem RWE-Aktien steigen heute um 2,8%. Ja, das ist natürlich die Klientel der FDP. FDP und RWE, Hauptsache die Kohle stimmt. Christian Lindner ist ein Mann, der gerade viele Wähler daran erinnert, warum sie vor 4 Jahren die FDP nicht gewählt haben. Und ohne Frage ist Christian Lindner ein Fall für unseren Extra-3-Festredner Oliver Kalkofe. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Verehrtes Publikum. Vor allem aber, liebe Damen, Sie kennen sicher diese Männer, die stundenlang erzählen, was für mega geile Typen sie sind, lasziv mit dem Ferrari-Schlüssel klimpern und sich dabei selbst im Spiegel betrachten, bis die Hose vorne zum Roncalli-Zelt wird. Gut.
Aber die dann, wenn sie es bis ins Schlafzimmer schaffen und die Hose runterlassen sollen, plötzlich panisch schreiend wegrennen. Ja, ein klassischer spätpubertärer Paarungsprank. Der Vollzug war nie geplant. Sie wurden reingelegt. Ja, oder wie man neudeutsch sagt, you've been lindnert. Denn Lucky Lindner, der neckisch neoliberale Pin-up-Boy der virtuellen Wählerwelt, hat ihn wieder salonfähig gemacht. Den Koalitionus Interruptus. Und damit erneut bewiesen, was die SPD schon seit den 80ern wusste. FDP, das steht für Fick die Partner. Ja. Wochenlang sondieren sich die Parteien den Wolf, bis alle aussehen wie eine wackelige Zombie-Polonaise. Und gerade wenn man denkt, Mensch, das könnte ja sogar noch was werden mit Jamaika, verpisst sich Lindner mit den markigen Worten, lieber nicht regieren als falsch regieren. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Schließlich wird unser Land schon seit Jahren falsch regiert. Und das mit großem Erfolg. Ja? Ja. Trotzdem ein kraftvolles Zitat, wie aus dem Ärmel geschüttelt. Und dabei so spontan wie der Sendetermin von Dinner for One. Und zu dieser schauspielerischen Meisterleistung kann man nur gratulieren. Denn eine ganze Weile lang hat uns der fotogene Insta-Gremlin in Schwarz-Weiß und in Farbe glaubwürdig vorgegaukelt, dass die FDP wirklich an einer Regierungsbeteiligung interessiert wäre. Ja, aber ich sag mal, wer das glaubt, der leiht auch Boris Becker einen 50er. Ja, seien wir ehrlich, mitzumachen war nie der Plan. Und seine Jünger jubeln jetzt, jawohl, der Lindner hat endlich mal gezeigt, dass er Eier hat. Er musste nur halt ganz plötzlich weg, um die zu suchen. Wir allerdings verbeugen uns voller Ehrfurcht und sagen, Christian Lindner, oder wie sein indianischer Name lautet, der, dem die Chancen zu dornig sind, hat uns gezeigt, dass ein bockiges Balg ausreicht, um einen kompletten Bundestag in einen Kindergarten voll unerzogener Rotzgören zu verwandeln. Die lieber den ganzen Tag beleidigt Schwarzer Peter mit Arschkarte spielen und ihrem Land den blanken Pöter zeigen, als noch einmal 4 Jahre bei Mutti zu wohnen. Ja. Freuen wir uns deshalb, dank Ihnen, Herr Lindner, auf endlos lustige Neuwahlen, bis wir dummen Bürger irgendwann vielleicht endlich mal so gewählt haben, wie es den Parteien passt. Ja, wir bitten um Entschuldigung, wenn wir dafür bisher zu dumm waren. Und für diese Erkenntnis sagen wir danke, Christian Lindner. Danke, Oliver Kalkofe. Vielleicht ist es ja auch was für Sie, liebe Zuschauer. Vielleicht haben Sie auch schon davon geträumt, einfach mal spontan hinzuwerfen. Das ist ja durchaus ja, ein ganz netter Effekt, einfach mal zu sagen, nein, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und ich sage Ihnen, viele Menschen in ganz Deutschland machen jetzt einen auf Christian Lindner. Zentrale, Marianne, hörst du das? Mal hallo. Marianne, Ausschreitungen im Kleingartenverein und im Zoo sind die Affen ausgebrochen. Wir brauchen Anweisungen. Nee, nachher jaulen wieder alle rum. Ich will dahin und ich da, mi. Zentrale. Deshalb ist es besser, nicht zu reagieren, als falsch zu reagieren. Ich Lindner jetzt. Der HSV verliert schon wieder zweistellig und alle fragen sich, warum lassen Sie als Torwart jedes Ding durch? Ja gut, ich finde, hey, es ist besser nicht zu parieren, als falsch zu parieren. Ich Lindner jetzt. Einmal ins Marienkrankenhaus, schnell!
Wow, 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 mal ganz ruhig mit den Jungpferden. Wollen Sie da über die Schlüterstraße oder über die Bergedorfer Straße? Völlig egal, fahren Sie los! Nee, 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 denn lieber gar nicht. Also, es ist besser, nicht zu kutschieren, als falsch zu kutschieren. Was? Ja, ich Lindner jetzt. Keine Lust, Verantwortung zu übernehmen? Dann Lindnern auch Sie. Oh! Ein Beitrag von Freddy Radeke und Tim Grunendahl. Beim Bundespräsidenten ist ja gerade der Teufel los. Auf einmal ist Frank-Walter Steinmeier der Problemlöser schlechthin. Ja, die Parteien geben sich da die Klinke in die Hand. Das hätte er sich auch nicht träumen lassen, der Steinmeier, dass er noch mal richtig arbeiten muss für sein Geld. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ach ja, einmal im Jahr die Urkunden für die Bundesjugendspiele unterschreiben. Das kriegt man schon hin. Ich meine, das sind viele, aber es ist trotzdem ein recht lauer Job, ne? Aber jetzt ist richtig was los und er zitiert sie auch alle zu sich. Heute war Martin Schulz in Schloss Bellevue. Schulz will ja nach wie vor auf keinen Fall eine große Koalition. Aber in der SPD sehen das mittlerweile schon nicht mehr alle so, ne? Schulz ist strikt dagegen. Bei den anderen bröckelt so ein bisschen der Widerstand. Und eins ist ja wohl klar, die SPD könnte von der CDU jetzt alles fordern. Die SPD könnte sagen, Mindestlohn 15 Euro wird die Union wahrscheinlich machen. Bürgerversicherung würden die machen. Ich wette, die SPD könnte sagen, wir gehen wieder in die GroKo, aber wir stellen den Kanzler. Ja, und dann kommt Gerhard Schröder zurück als Kanzler. Ja, und zwar mit Putin. Der sorgt dann auch dafür, dass die Wahlergebnisse endlich wieder stimmen. Also das könnten die alles fordern. Natürlich gibt es immer diese klassischen Bedenken, große Koalition, ist ja nicht so gut. Ne, dann wird die Mitte so stark und die Ränder fransen aus. Es stärkt ja langfristig die politischen Ränder, wenn wir eine GroKo haben. Deutschland wird besser regiert von einer großen Partei mit einem kleinen Partner. Andererseits, die SPD ist doch inzwischen ein sehr kleiner Partner. Ich verstehe das Problem gar nicht. Und was ich überhaupt nicht begreife, da gibt es monatelang Wahlkampf und am Ende sagen zwei Parteien, nö, wir wollen nicht regieren. Die SPD will sich lieber erholen in der Opposition. Die FDP will sich lieber wieder stärken in der Opposition. Alle wollen erstmal was für sich tun. Ja, jetzt mal Zeit für mich. Mal runterkommen, mal chillen. Vielleicht haben das SPD und FDP das mit der Demokratie, vielleicht haben sie es nicht richtig verstanden. Vielleicht denken die Wählen und Wellness hätten einen gemeinsamen Wortstamm. Und ich frage mich auch, wollen wir Neuwahlen? Wollen Sie Neuwahlen? Ich will auf keinen Fall eine Neuwahl. Meinte das ganze Programm wieder. Ja, Neuwahlen und wieder TV-Duell. Und wer soll denn da diesmal hin? Da kann die Merkel mäßig alleine reden. Und wie sähe der Wahlkampf aus? Was für Plakate hätte man? Die FDP. In den Sack hauen first, regieren second. Ja. Die will doch gar nicht. Warum sollen die jetzt Wahlkampf machen? Oder? Oder die SPD. Die Zukunft braucht Ideen und Leute, die keinen Bock haben, sie durchzusetzen. Oder die CDU. Für ein Land, in dem man oft und sinnlos wählen kann. Ich finde, das ist Quatsch. Und wenn es Neuwahlen gibt, wenn es denn wirklich nicht zu vermeiden ist, dass es Neuwahlen gibt, ja, dann würde ich wirklich empfehlen, anschließend erstmal alle Plakate sicherheitshalber hängen lassen. Man weiß nie, ob man sie nicht doch bald noch mal braucht. Also viele schütteln inzwischen nur noch den Kopf und fragen sich, wie kann das sein? Der kleine Mann fragt sich, wie konnte das passieren? Und wer ist schuld? Und was wird jetzt werden? Und da der kleine Mann zufälligerweise für Extra 3 arbeitet, haben wir ihn diese Woche mal in den Bundestag geschickt, um genau diese Fragen zu klären. Hallo, ich bin der kleine Mann. Heute im Bundestag. Warum haben wir eigentlich noch immer keine Regierung? Wer hat das denn jetzt verbockt am Ende? Ja, seufz. Wer ist jetzt schuld? Die CDU, die CSU, die Grünen oder das Ego von Christian Lindner? Naja, oder das Ego von Frau Merkel oder von Herrn Seehofer oder das Ego von Herrn Trittin. Jürgen Trittin, hätten Sie dem nicht irgendwie so eine Kreuzfahrt während den Sondierungsgesprächen spendieren können? Erst wenn die Kreuzfahrten ökologischer werden, logischerweise. Das daran lag es. Daran lag es. Der kleine Mann fragt sich, wer hat es denn verbockt? Die FDP. Tschüss. Wie vorbereitet war der spontane Abgang aus den Sondierungsgesprächen? Wieso wie vorbereitet? Ich habe das Gefühl, das war ein Abbruch der Verhandlungen, der sorgfältig geplant war von der FDP. Sie hat ganz offenkundig Angst vorm Regieren. Ganz im Gegensatz zu Ihnen? Ja. Wenn die SPD jetzt mit der Union eine Koalition macht, dann wäre es ja auch keine GroKo, weil die SPD ist ja gar nicht mehr GroS. Ja, ja.
Sie sind recht sarkastisch und ironisch. Wir übernehmen Verantwortung in der Opposition. Also nicht, nicht regieren ist das neue Regieren sozusagen für die SPD. Wie ist es für die CSU, jetzt mal nicht den schwarzen Peter zu haben, sondern halt noch den Horst? Ja. Wie lange noch, weiß man nicht. Nee, wir orientieren uns immer an der Sache und an den Inhalten. Ich hätte vor allem gerne eine demokratische Regierung und das habe ich gerade nicht als Wähler. Und da ist die SPD doch irgendwie jetzt vielleicht gefragt. Sie hätten genauso wie jeder Wähler in diesem Lande für stabile Verhältnisse auch sorgen können. Sie haben ja eine Mehrheit in diesem Lande gewählt. Ich möchte mich trotzdem einmal entschuldigen für das Wahlergebnis, dass das so viel Anstrengung Ihnen bereitet hat. Ja, aber brauchen Sie nicht zu entschuldigen. Ich habe ja selber gewählt, ich habe ja selber dazu beigetragen. Wen haben Sie gewählt? Wahlergebnis. Ja, ist ja ein Wahlgeheimnis, aber ich habe mich selbst mit Erststimme und die SPD mit Zweitstimme gewählt. Sie haben sich mit Erststimme gewählt, weil Sie ja wohnen in Ihrem Wahlkreis wahrscheinlich, ne? Das ist so, das ist so. Ich kann nur sagen, auch dem kleinen Mann kann ich versichern, jeder hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, das Beste als Ergebnis herauszuholen. Und da muss der kleine Mann jetzt auch mal zufrieden sein mit dieser Antwort. Ich sehe, Sie sind es auch. Also können wir zusammenfassen, der Wähler ist nicht schuld. Bei den Parteien ist irgendwie jeder so ein bisschen schuld, keiner und alle. Weiß ich nicht, jetzt reicht es mir auch, glaube ich. Ich mache jetzt mal den Lindner. Tschüss. Mal Lindner. Gut, servus. So, liebe Gäste, das war's. Wir schalten um zu den anderen Programmen. Danke, Jakob Leuber und Tobias Döll. Aus dem Deutschen Bundestag. Ja. Die Regierungsbildung wird ja auch dadurch erschwert, dass in einigen Parteien auch noch interne Kämpfe toben, vor allem natürlich in der CSU. Seehofer hat 4 Wochen in Berlin verhandelt, jetzt muss er zurück nach München. Und man weiß gar nicht, ist das noch Rückreise oder schon... Aus München heißt es, Söder hätte Seehofers Amtszimmer umdekoriert, um ihm eine Freude zu bereiten. Es sieht jetzt so aus. Ja. Und Söder und Gomorra, kann man dann nur sagen. Ne? Das wird auch Seehofers Eindruck gewesen sein, als er zurückgekommen ist. Söder und Gomorra in Bayern. Und mich würde ja interessieren, ob es Seehofer wurmt, dass Lindner genau das gemacht hat bei den Sondierungsgesprächen, was sonst immer die CSU macht. Ja? Lindner hat ja quasi Seehofer die Show gestohlen als Querulant. Das ist Seehofers Paraderolle. Und vielleicht gab es ja auch Fehler bei der Verhandlungstaktik der CSU in den Sondierungsgesprächen. Auch das würde mich interessieren. Sieht man das in der CSU genauso? Wir haben heute einen CSU-Insider hier bei uns, meine Damen und Herren, jemanden aus dem Inneren des Bayerischen Machtzentrums. Wir haben den Jamaika-Beauftragten der CSU hier. Es ist der Mann, der jetzt 4 Wochen lang Horst Seehofer jeden Morgen persönlich die Weißwurst gezuzelt hat. Begrüßen Sie ganz herzlich Maximilian Schaffroth. Da ist er ja. Hey, Herr Dini, grüß dich. Willkommen bei Extra 3. Ein Deutschland, herzlich. Jamaika-Beauftragter von Horst Seehofer. Von den Sondierungsgesprächen direkt zu uns gedüst, Herr Schaffroth. Sehr schön, dass Sie das einrichten konnten. Vielen herzlichen Dank. Herr Henning, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Schauen Sie, wir von der CSU, wir stehen zu unserer staatspolitischen Verantwortung und zwar 24-7, nicht wahr? Also, wir verhandeln 54 Nächte durch, und dann machen wir ein Powernap und dann geht's ab vor die Kamera. Also packen wir's, schießen's los, Herr Henning. Ja, Sie haben wenig geschlafen, das ist uns allen klar. Leider hat sich der Aufwand nicht gelohnt, die FDP hat hingeschmissen. Trifft Sie von der CSU da eine gewisse Mitschuld? Nein, also, nein, ja, gar nie nicht. Also schauen Sie, Seehofer, Dobrindt und Scheuer waren ja die heilige Dreifaltigkeit der Kompromissbereitschaft. Schauen Sie, eine Gruppe ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und das war ganz klar der Lindner, ja, dieses konfessionslose Zwetschgenmantel, also wirklich dieser Parvenu. Ich bin ja, also, aber es ist nun etwas einfach, alles jetzt auf die FDP zu schieben. Ja, aber man braucht das doch nicht zu beschönigen, Herr Ehring. Das ist ein moralbefreiter Haufen sportwagenleasender Opportunisten. Die würden ihre eigenen Mütter für ein Milchpulverderivat eintauschen. Ich sage Ihnen das, wenn Leute wie dieser Lindner unser Politnachwuchs in Deutschland sind, dann wünsche ich mir das Bavarian Waterboarding zurück. Also, was wünschen Sie sich zurück? Ja, das Bavarian Waterboarding. Das Bavarian Waterboarding? Ja. Dann hätte Seehofer gesagt, macht's die Jalousien zu, gebt mir ein Geschirrtuch und ein Weißbier und ich bring diesen gelben Windbeutel zur Raison. Nicht wahr?
Lindner hat ja immer wieder beklagt, es gäbe kein Vertrauen. Er fühlte sich nicht ernst genommen. Er hat ja einen Mangel an Vertrauen, hat er moniert. Ist denn da was dran? Ja, mein Seehofer ist halt beim Kaffee holen mal über ihn drüber gestolpert oder so. Und, war aber, und das aber, war der Grund? Nein, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben am ersten Sondierungstag das Vertrauensspiel gespielt. Ja. Da lässt man, Sie kennen das, man lässt sich rückwärts umfallen und die anderen fangen einen auf. Und beim Lindner waren wir halt abgelenkt. Also. Moment mal bitte. Sie haben Lindner umfallen lassen? Ja, ja. Ja, nein, aber doch nicht mit Absicht. Ah, nicht nein, mehr. Nein, doch nicht mit Absicht. Nein, nein, wir standen ja hinter ihm, aber der hat sich nach vorne fallen lassen, der Depp. Okay. Ja. Nix. Und danach war er beleidigt, ist im Eck gesessen mit seinem iPad und hat World of Warcraft gespielt. Hat ja, okay. Hat ja nur noch rumgestänkert, hat gesagt, mir ist kalt, meine Globuli sind leer. Man muss zugeben, es war wirklich kalt. Also, war kalt? Ja, in dieser Schwabenkaserne da in der württembergischen Vertretung. Da geht ja um 18 Uhr die Heizung aus, nicht wahr? Also. Kretschmann sagt, das ist die Nachtabsenkung, da kann ich nichts machen. Aber Seehofer hat hier brilliert. Seehofer ist zu Kretschmann hin, wie ein Löwe hat er gekämpft. Seehofer hat gesagt, Kretschmann, jetzt dreh die Heizung auf, es geht um Deutschland, du Schwabensäckel, nicht wahr? Ja. Ja klar, Seehofer hat gekämpft bis zum Schluss. Er hat seinen Red Bull Trinkhelm aufgesetzt und hat gesagt, wir machen durch, ihr Weicheier. Das ist ja unglaublich, aber er stand natürlich auch bei den Verhandlungen gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand. Ja, seine Zustimmung schwindet und neben seinem Erzrivalen Markus Söder hat sich jetzt auch Wirtschaftsministerin Aigner als Nachfolgerin ins Spiel gebracht. Täte ein personeller Wechsel der CSU nicht auch gut? Na, Söder wäre fatal für Deutschland. Wir konnten ihn heute Morgen noch durch Bavarian Waterboarding verhindern. Aber ja. Sagen Sie, und Frauen haben wir mehr als genug in der CSU. In der CSU ist die Frauenquote erfüllt, wenn auf 100 Weißbier trinkende Parteigenossen eine weibliche Servicekraft kommt. Also. Nein, die CSU ist stabil, machen Sie sich da keine Sorgen, Herr Ehring. Aber die Basis steht ja nicht mehr geschlossen hinter Horst Seehofer. Ja, ja. Wie will er das noch umreißen? Ja, mein Herr Ehring, er wird das Vertrauensspiel spielen. Wieder das Vertrauensspiel? Ja, selbstverständlich. Er ist ein Meister des Vertrauensspiels. Er wird es gewinnen. Ob ihn einer auffängt oder nicht, ist dabei völlig unerheblich. Weil bei Horst Seehofer der Schwerpunkt so weit unten ist, dass er von selber wieder aufsteht. Ja, ja. Wie diese Gummimännchen mit dem Bleisockel. Ja. So. Schauen Sie, Herr Ehring, in der CSU war es immer schon von Vorteil, das Gewicht nicht im Kopf zu haben. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Maximilian Schaffroh. So, jetzt haben wir uns mit dem großen Irrsinn beschäftigt, meine Damen und Herren, mit dem großen Irrsinn in Berlin. Aber wie von Extra 3 haben wir auch immer den kleinen Irrsinn im Blick, den kleinen skurrilen Irrsinn am Rande des Weges, diesmal eher am Rande des Kreisverkehrs. Martina Hauschild und Gabi Mönch übernehmen Sie. Im badischen Binzen steht seit 16 Jahren ein ganz besonderes Kreiselkunstwerk, der Dreispitz. Doch nun haben Behörden herausgefunden, der Dreispitz ist eine Gefahr und muss abgerissen werden. Denn er kommt für Autofahrer so überraschend. Wie kann ich überrascht sein? Ich sehe dieses Kunstwerk auf hunderte von Metern, weil es eben groß und mächtig ist. Gut, der Dreispitz ist mit 6 Metern schon recht groß. Aber vielleicht hat ein Autofahrer mal seine Brille vergessen. Jedenfalls hat das Landratsamt Lörrach ein Gefahrengutachten erstellt und spezielle Unfallszenen simuliert. Untersucht wurden solche Fahrten, die sozusagen geradeaus auf dieses Hindernis zugehen. Und dabei kann es jederzeit passieren, so der Gutachter, dass ein Fahrzeug ungebremst und ungesteuert auf die Skulptur auffährt. Ungefähr so. Weil Witterungsbedingungen wie Eis, Schnee, Regen dazu führen, dass er nicht mehr lenken kann, technische Defekte oder aber natürlich auch entsprechende Drogen, Alkohol oder sonstige Probleme hat. Ja, und wer besoffen und bei Nebel auf den Kreisel fährt, könnte den Dreispitz übersehen. Außerdem kann es sein, dass das massive Hindernis im Schuss der Fahrbahn etliche Fahrzeugführer erschrickt. Schon kommt es zu einem Lenkfehler. Sowas passiert hier doch bestimmt ständig, seitdem diese Skulptur hier steht, oder? In 16 Jahren gab es an diesem Kreisverkehrsplatz gerade mal 20 leichte Unfälle.
Und nie ist jemand gegen dieses Kunstwerk gefahren. Gut, ist noch nie jemand dagegen gefahren. Aber könnte ja mal. Wenn jemand behauptet, man fährt hier geradeaus gegen den Dreispitz, dann fahre ich doch viel eher gegen einen Alleebaum, gegen Masten der Straßenbeleuchtung. Ja, bei Nebel und bekifft kann man auch gegen Betonpfeiler fahren. Oder gegen Mülltonnen. Aber trotzdem muss diese Gefahrenquelle weg. Nur das wollen diese renitenten Anwohner von Binzen einfach nicht einsehen. Ich finde, das ist eine reine Behördewillkür. Das ist eine ganz große Sauerei, dass das weg soll. Wenn die Bagger anrollen, ketten wir uns an den Kreisel dran. Oha, da muss aber sicher erst ein Gutachten her. Angekettete Fußgänger sind doch bestimmt auch eine Gefahr für Autofahrer. Alle paar Jahre, meine Damen und Herren, legt unsere Bundesregierung einen sogenannten Raumordnungsbericht vor. Jetzt gerade war es mal wieder soweit. Es gibt einen neuen Raumordnungsbericht der Bundesregierung. Und aus diesem Bericht geht hervor, die Städte wachsen, auf dem Land wird es immer leerer. Ja, während immer mehr Leute in die Städte drängen und da der Wohnraum immer knapper und immer teurer wird, verödet das Land. Die Landbevölkerung wird immer älter und die jungen Leute ziehen weg. Zum Teil gibt es Orte, da leben nur noch 80-Jährige. Nur noch 80-Jährige, weil nicht mal mehr der Tod Bock hat, so weit rauszufahren. Manche Dörfer sind so verwaist, da müssen die Bewohner eine Stunde lang gehen, um überhaupt einen Gesprächspartner zu finden. Und der sagt dann in den meisten Fällen auch nur Mu. Es ist wirklich dramatisch. Das führt ja im Alltag, kann man sich vorstellen, zu ganz konkreten Problemen. Stichwort ärztliche Versorgung. Ja, in weiten Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder auch Rheinland-Pfalz haben nur knapp 20% der Bevölkerung ihren Hausarzt in unmittelbarer Nähe. Die meisten Ärzte sind da kilometerweit entfernt. Da müssen dann die Tierärzte alles noch mit übernehmen. Da entstehen auch ganz neue Fachrichtungen. Auf dem Land geht man dann zum Hals-Hasen-Ohrenarzt. Geht ja nicht anders. Die ganze Infrastruktur auf dem Land wird immer dünner. Das ist ein großes Problem. Zum Beispiel gibt es in vielen Orten keine Feuerwehr mehr. Es gibt keine Polizei mehr, weil es auch zu wenig Straftaten gibt, wie hier in diesem Dorf in Schleswig-Holstein. Eine Zwei-Mann-Station soll mindestens 150 Straftaten pro Jahr statistisch nachweisen, so die Vorgaben aus Kiel. In einem guten Jahr für uns kommen wir auf 100. Das heißt, uns fehlen 50. Oh ja, die Polizei macht dicht, weil es keine Straftaten gibt. Zum Teil werden in Orten volle Portemonnaies auf der Straße ausgelegt, um gezielt Verbrecher anzuwerben. Außerdem gibt es kaum noch Geschäfte, kaum noch Vereine, kaum noch Gaststätten. Ja, und bei denen, die es gibt, ist dann das Problem, dass die Wirte oft so alt sind, dass sie auch nicht aufhören können. Die können nicht in Ruhestand gehen, weil ihre Altersversorgung ohne Käufer und ohne Pächter nicht gesichert ist. Also Gastronomie, Fehlanzeige. Für viele Bewohner auf dem Land ist ins Gras beißen die einzige Chance, mal auswärts essen zu gehen. Und, klar, wenn sich dann auch die Politik nicht mehr kümmert, dann entsteht ein Gefühl des Abgehängtseins, völlig klar. Und wenn man sich auf der Karte mal anschaut, wo die Bevölkerung älter wird und schrumpft, also wo der demografische Wandel am gravierendsten ist, dann sind das hier die dunkelblauen Zonen, also große Teile Ostdeutschlands, aber auch der äußerste Osten Bayerns oder zum Beispiel die Pfalz. Und wenn man sich jetzt ansieht, wo die AfD die größten Erfolge bei der Bundestagswahl eingefahren hat, dann sieht man auch hier die dunkelblauen Regionen, ne, es sind fast dieselben. Möglicherweise hat ja das eine was mit dem anderen zu tun. Ne? Auch hier, es ist wieder große Teile Ostdeutschlands, es ist der Osten Bayerns, es ist die Pfalz, es ist aber auch das Ruhrgebiet. Keine ländliche Region, hat aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Hier ist die Bundesregierung gefordert, um Land und Stadt wieder aneinander heranzuführen. Und wir von Extra 3 kennen die Person, die sich im Namen der Bundesregierung um die ländlichen Regionen kümmert. Das ist Johannes Schlüter, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den ländlichen Raum. Viele ländliche Regionen leiden darunter, dass die jungen Menschen wegziehen und nur die Alten zurückbleiben. Doch Schlüter hat immer eine Lösung parat. Herr Schlüter, viele Junge ziehen von hier weg, weil es auf dem Dorf einfach keine Jobs gibt. Und das Internet ist ja auch ziemlich katastrophal hier. Kein Netz ist kein Problem. Ich habe ja neulich bei Facebook 4 Millionen Analog-Like-Daumen bestellt. Und da kann jetzt jeder quasi liken, wie er lustig ist, ganz ohne online zu sein.
Kein Internet, keine Supermärkte, geschlossene Postfilialen. Schlüter zeigt den Dörfern neue Lösungswege. Meist kann man erstaunliche Synergieeffekte erzielen, wenn man verschiedene Aufgaben zusammenlegt. Doch, doch, die Jungs, die kommen schon noch zu ihrem Brand. Die müssen nur vorher noch 6 oder 7 Zalando-Pakete ausliefern. Auf dem Land gibt es auch viel zu wenig Ärzte und Krankenhäuser. Ja, das ist richtig. Und das haben wir konsequent zu Ende gedacht. Ich meine, bevor ihr auf dem Land der Arzt kommt, kann man auch gleich den Bestatter schicken. Der ist immer pünktlich und multifunktional. Ja, mein herzliches Beileid, Frau Sulke. Und hier ist Ihre Pizza Hawaii mit extra 4 Käse. Der Erfolg gibt Schlüter recht. Die Dörfer, die er berät, wirken schon nach wenigen Tagen viel lebendiger. Kein Netflix, keine Kinos, es fahren keine Busse. Wie wollen Sie verhindern, dass die jungen Leute alle abhauen? Nun, wir haben einfach das Bushäuschen zum dorfeigenen Netflix-Amazon-Kino umfunktioniert. Da laufen alle Staffeln von Game of Thrones und zwar on demand. Was willst du gucken? Staffel 7, Folge 5. Okay. Katarisch. Johannes Schlüter. Ein Mann macht die deutschen Dörfer fit für die Zukunft. Danke, Dennis Kauf und Jesko Friedrich. Game of Thrones on demand. Schön wär's. Ja, das ist ein großes Problem. Die Internetversorgung auf dem Land ist ein großes Problem. Das habe ich letztens in einem Online-Artikel gelesen. Zum Glück kriegen die das auf dem Land gar nicht mit. Es würde sie noch viel mehr frustrieren. Wir alle wissen, wer heute kein ordentliches Internet hat, der ist auch von wichtigen Informationen abgeschnitten. In Gegenden mit schlechtem oder langsamem Netz, da wissen die Leute zum Teil gar nicht, dass wir von Chemtrails vergiftet werden. Das wissen die nicht. Dass Deutschland eine GmbH ist, wissen die nicht. Dass die Mainstream-Medien lügen, das wissen die auch nicht. Oder ganz wichtig, dass 99% aller geimpften Kindern mit 9 Jahren der Kopf abfällt. Wissen die nicht, dass ich in Wirklichkeit ein Reptiloid bin. Ja, das wissen die alle nicht. Das ist tatsächlich so. Ich habe es irgendwo im Netz gelesen, also muss es stimmen. Schuld daran sind die Telekommunikationsunternehmen, für die sich die flächendeckende Highspeed-Versorgung in diesen dünn besiedelten Gebieten einfach nicht lohnt. Dafür werden sie kritisiert. Diese Unternehmen werden kritisiert, auch für den schlechten Service, auch für die hohen Kosten. Zu Unrecht, sagt der stellvertretende Vize-Ersatz-Pressesprecher des Verbandes der Telekommunikationsunternehmen. Wir haben ihn heute bei uns. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Danke. Ja, danke. Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden, User, Konsumenten, Tinnen und Menten. Ich sende Ihnen einen lieben Ping von der deutschen Telekommunikationsindustrie. Wir wissen, es gibt Probleme. Wir wissen, dass es bei unseren Mobilfunkanbietern zu Wartezeiten in der Hotline kommen kann. Und die meisten Anbieter rangieren in ihrer Glaubwürdigkeit mehrere Prozentpunkte hinter verschwitzten Hütchenspielern. Wir wissen das. Aber immerhin, zur Stunde wird für unsere Hotlines ein Algorithmus programmiert, der, wenn Sie Ihr Geburtsdatum per Tastatur eingeben, errechnet, ob Ihre Lebenserwartung für eine Warteschleife überhaupt noch ausreicht. Ja, Sie sind 70? Tschüss. Das hilft auch unseren Mitarbeitern. Niemand nimmt gern nach Wochen einen Anruf aus der Warteschleife entgegen und hört dann nur das Summen von Fliegen. Und was? Ja, lassen Sie das mal sacken. Und was die Beschwerden angeht, es würden bei Internetausfällen keine Techniker zum Kunden geschickt. Das stimmt. Sie dürfen das nicht so wörtlich nehmen. Wir schicken einen Techniker raus, ist mehr so eine geflügelte Redensart. Im Prinzip, wie isst dein Spinat, sonst holt dich der Bullemann, verstehen Sie? Es gibt keine Techniker. Sie existieren einfach nicht. Genauso gut könnten wir sagen, wir schicken die Männer der Nachtwache. Oder donnerstags kommt der Klabautermann und lutscht dir das LAN-Kabel rund. Es wird nicht passieren. War nicht zu. Naja. Halten Sie ein. Eine weitere Kritik an uns ist die angebliche Unübersichtlichkeit der Tarife. Warum? Es gibt doch Flatrates, die es Ihnen ermöglichen, unbegrenzt schnelles Datenvolumen zu nutzen. Also, bis es alle ist, am 8. des Monats. Dann wird's gedrosselt, und zwar auf die Geschwindigkeit trocknender Wandfarbe. Aber vorher ist doch gut.
Die größte Kritik kommt allerdings vom Lande. Es gilt der Ruf, speziell in ländlichen Gebieten wäre der Breitbandausbau katastrophal. Wir finden zwar, Sie sollten da vorrangig die Ernte einholen und nicht rumsurfen, aber bitte. Hier unsere Service-Offensive für Nutzer in der Pampa. 1. Wir stellen die Kommunikationswege um auf faserbasierte Endgeräte im Low-End-Bereich, also Dosentelefon. Wenn Sie gut hören, reichen 2 Ravioli-Dosen für Sender und Empfänger. Und wenn Sie es an den Ohren haben, nehmen Sie eben Eimer, 2. Im Harz testen wir ab März 2018 sogenannte Versandschakale. Diese ruppigen, aber klugen Tiere sind da mit umgehängten Versandtaschen unterwegs und da können Sie eine selbst verfasste E-Mail reinschieben. Zur Anforderung eines Schakals müssen Sie einfach Ihr Haus großflächig mit Hühnerblut einreiben und abwarten. Wir empfehlen da übrigens nur wichtige Mails zu schicken. Für was machst du Digger und Roffel ist das Ganze zu gefährlich. Da wir überdies nicht wissen, wer konkret die E-Mail dann bekommt, halten Sie bitte den Inhalt eher höflich und allgemein. 3. Jeder Dorfältester einer unterversorgten Gemeinde wird offizieller Facebook-Beauftragter. Er nimmt Notizen, Likes und VHS-Kassetten mit Katzen auf Staubsaugerrobotern entgegen und legt sie für eine Kalenderwoche zur Ansicht aus. Interessierte Aluhutträger dürfen jeden 3. Donnerstag im Monat ihre Gedanken auf dem örtlichen Ascheplatz in eine mitgebrachte Mülltüte brüllen. Übrigens, was viele gar nicht wissen, ab sofort steht ein gebundener Gesamtkatalog von Amazon zur Verfügung. Die Anlieferung kostet 2.890 Euro und erfolgt per Tieflader. Sie sehen, wir tun einiges. Liebe Konsumenten, Mentinnen, Mentösen, Ihre Anliegen sind uns ernst und heilig. Sie, der Kunde, sind unser Gral, der Inhalt unseres Seins, unser Manna, die Orchidee im Garten unseres Strebens. Oder anders gesagt, wir schicken einen Techniker raus. Guten Abend. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Es gibt natürlich Stadtbewohner, die stellen sich das alles wahnsinnig idyllisch vor auf dem Land. Die denken, ach toll, das ist so wie in der Landlust. Ja, so ist das Leben auf dem Land. Ist es aber sehr selten. Wer Ahnung hat von Landleben, der will in die Stadt. Und deshalb machen es auch so viele. Die Folgen ist natürlich klar, die Mieten in den Städten sind für Normalverdiener nicht mehr zu bezahlen. Und das trotz Mietpreisbremse. Oliver Durke und Sebastian Ried mit einer fast realistischen Familiengeschichte. Tja, seit der letzten Mieterhöhung können wir uns unsere Wohnung einfach nicht mehr leisten. Aber wir finden sicher ganz schnell was Neues. Die Stadt ist groß und es gibt viele Wohnungen. Meine Eltern sind bestens vorbereitet. Alle 239 Fragen der Selbstauskunft sind ausgefüllt. Zum Beispiel der Geburtsname von Tante Inges Ex-Freund. Wie oft Sex in der Woche. Und wie laut. Mit genauer Dezibelangabe. Da kann jetzt nichts mehr schiefgehen. So, hier ist der Fragebogen. Alle Atteste und Urkunden. Auch der Bundesjugendspiele. Und ein Apfelkuchen, selbstgebacken. Ja, stellen Sie einfach zu den anderen dazu, ja? Ich kann aber auch noch mehr. Massage? Da musst du früher aufstehen, Mäuschen. Oh, die Wohnung ist leider schon vergeben. Oh. Ja, also diesen Bereich würde der Vermieter Ihnen mit einer Wolldecke abhängen. Dann haben Sie ein bisschen Ihre Ruhe. Gut, es kommen natürlich immer mal Leute zum Dartspielen vorbei, aber hier dürfen sie rauchen. Oh, wie praktisch in einer Raucherkneipe. Können wir uns das überlegen? Ich nehme die Wohnung. Bei den letzten 30 Wohnungsbesichtigungen waren wir einfach zu spät. Ja, aber das kann uns jetzt nicht mehr passieren. Zur Besichtigung? Ja, aber hinten anstellen, Wow, schick. Und nur 1300 warm. Ja, nur 1300 am Tag. Da sollten Sie ganz schnell zugreifen. Am Tag? Ja. Und was ist mit der Mietpreisbremse? Mietpreisbremse? Wir haben uns jetzt übergangsweise erstmal anders beholfen. Im Zelt sind wir sowieso viel flexibler. Hallo. Na, Spatz, wie war's in der Schule? Okay. Guck mal, das ist doch interessant. Oh ja, mit Dusche.
Wir haben jetzt endlich was Neues gefunden. Eigentlich ist es unsere alte Wohnung. Der Nachmieter unserer alten Wohnung war so nett, uns die Wohnung über Airbnb anzubieten. Wir mussten uns gar nicht lange eingewöhnen. Gut, ein bisschen teuer ist es jetzt schon. Aber dafür hat mein Mann jetzt seine Niere verkauft. Wer braucht schon zwei von den Dingern? Und Papa wiegt jetzt ohne Niere 3 Kilo weniger. Und ganz ohne Diät. Toll! Das war Extra 3, meine Damen und Herren. Jetzt geht es weiter mit Kai Pflaume, der präsentiert seine persönlichen Highlights von Dieter Hallervorden. Bis bald.